Bei uns geht es weiter mit einem Thema, das Astrid Bertschi schon aufgegriffen hat, und zwar das Thema freihändige Vergabe. Freihändige Vergabe ist ja eigentlich so seit Anbeginn dieser IT-Beschaffungskonferenz ein inhärentes Thema und hat uns ursprünglich auch zusammengebracht. Ich begrüße ganz herzlich als zweiten Keynote-Speaker Mark Steiner. Er ist bekannter Bundesverwaltungsrichter, seit 2007 schon tätig. Und wir haben uns eben quasi vor Gericht kennengelernt, als wir 2009 diese Geschichte mit der 42 Millionen Freihänder an Microsoft thematisiert haben von Seiten Open-Source-Anbieter. Und das ist ja eigentlich ein alter Zopf, oder? Könnte man denken, das ist ja schon lange Geschichte und nicht mehr relevant. Aber es hat eben letztes Jahr ein spannendes Gerichtsurteil gegeben vom Bundesgericht, und das wirst du uns jetzt erläutern, kommentieren, und werden wir nachher auch in der Diskussion hören. Schön, dass du da bist. Nochmal Applaus für Mark Steiner. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Tatsächlich ist die freihändige Vergabe von IT-Leistungen eigentlich eines der Themen, das zur Geburt der IT-Beschaffungskonferenz geführt hat. Sie müssten jetzt Matthias Stürmer lachen sehen, das ist eine Freude. Und es hat auch gewisse Logik, dass ich seitdem und oft zu diesem Thema hier vor Ihnen stehe. Aber eigentlich möchte ich ja über was ganz anderes reden. Viele von Ihnen kennen das. Die Vergaberechtsreform ist das, was mir im Innersten am Herzen liegt. Und darum dazu eine Folie. Ich war in Litauen 2018, habe denen was erzählt über europäisches Vergaberecht und in der Pause gefragt, was ist Ihr größtes Infrastrukturprojekt? Normalerweise würde ich da hören, ein Nährtunnel, ein Autobahnprojekt, eine Brücke, was immer, oder vielleicht sogar IT, wer weiß. Und die haben gesagt, wir bauen in Klaipeda ein Flüssiggasterminal am Strand des Baltischen Meers. Ich fragte das ja, hey, das macht euer Gas viel teurer, ihr könntet es ja aus der Leitung haben. Da haben sie gesagt, das spielt uns überhaupt keine Rolle. Wir wollen unabhängig sein vom Gas von Putin. 2018, meine Damen und Herren. Sie wissen, was damals noch deutsche Politik war. Möglichst billige Energie, egal woher sie kommt und egal, was für politische Auswirkungen der Konsum hat. Und genau das ist das Learning, das das vorteilhafteste Angebot zum Ausdruck bringt nach neuem Recht. Qualität ist nicht mehr die Frage, wie viel Speicherplatz habe ich oder wie dick ist eine Stahlplatte, sondern Qualität ist die Summe der Folgen meines Konsumverhaltens als Nachfragender. Und zwar auf jeder Ebene, in terms of Abhängigkeit, in terms of unerwünschten Effekten in der Lieferkette, was immer das ist. Und wenn wir das verstanden haben, dann kommen wir in die Vergabekultur rein, die das neue Recht von uns erwartet. Sie kennen unter Juristinnen und Juristen den Diskurs zur Frage, ob die Vergaberechtsreform ein Paradigmenwechsel ist oder nicht. Die einen sagen nein, weil viele von den Dingen konnte man schon nach altem Recht tun, hat sie aber nicht gemacht. Das ist nur eine Anwendungsfrage. Das hat mit den rechtlichen Regeln nichts zu tun. Und darum kein Paradigmenwechsel. Und die anderen sagen, nein, es ist ein Paradigmenwechsel, weil eben genau diese Aufforderung zur Verhaltensänderung im Gesetz so klar zum Ausdruck kommt, durch das Gesetzesziel Nachhaltigkeit, durch den Begriff des vorteilhaftesten Angebots, der klar macht, dass Geiz nicht mehr geil ist. Und jetzt ist die Frage, okay, da kann man sich streiten, ist das ein Paradigmenwechsel oder nicht, aber jetzt sind wir ein bisschen weiter. Inzwischen haben wir die Kreislaufwirtschaftsvorlage, die auf Bundesebene vorschreibt, dass die Vergabe ökologische, technische Spezifikationen vorsieht. Und wer das nicht tun will, muss das begründen. Wir haben das Klimagesetz,
das den öffentlichen Sektor zur Vorbildrolle verpflichten, zwar auf allen föderalen Ebenen, den Bund noch mehr als Kantone und Gemeinden. Und wir haben neu noch das Stromgesetz, das uns zur Versorgung mit erneuerbaren Energien verpflichtet. Und jetzt frage ich Sie einfach ganz simpel, wenn Sie die Summe von diesen vier Erlassen sehen, dann ist doch jeder und jedem klar, dass das nur mit einer echten Transformation des öffentlichen Einkaufs über die Bühne gehen kann. Und damit ist jetzt Stand heute unstrittig, dass wir einen Paradigmenwechsel vor uns haben, meine Damen und Herren. Und jetzt, entschuldigen Sie diesen Einschub, ich mache das jedes Jahr, ich weiß, es ist ungehörig, aber jetzt kommen wir zum Thema des Vortrags. Im freihändigen Verfahren vergibt die Auftraggeberin einen öffentlichen Auftrag direkt ohne Ausschreibung. Aber, meine Damen und Herren, sie publiziert ihn. Nach neuem Recht ist völlig klar, dass jeder verdammte überschwellige Freihändler publiziert wird. Und wir wissen alle, dass wir aus einer Welt kommen, wo das nicht so war. Aber das ist heute unstreitig. Die Auftraggeberin ist berechtigt, Vergleichsofferten einzuholen und Verhandlungen durchzuführen. Auch ein wichtiger Punkt, meine Damen und Herren. Wenn Sie die Bedingungen für einen Freihändler erfüllen, können Sie immer noch Wettbewerb machen. Sie müssen sich nicht auf einen konzentrieren. Außer Sie berufen sich darauf, dass nur einer das kann. Und dann sieht die Sache natürlich anders aus. Und genau das ist das Hauptthema des heutigen Tages. Aufgrund der technischen oder künstlerischen Besonderheiten kommt nur eine Anbieterin in Frage und es gibt keine angemessene Alternative. Die BÖB-Botschaft sagt, dass man nicht solche Verfahren mit der Absicht anwenden darf, den Wettbewerb unter den Anbieterinnen zu verhindern. Das heißt, der Wettbewerb, die Herstellung des Wettbewerbs ist die Regel und die freihändige Vergabe die Ausnahme. Klar, Publikationsgebot, das habe ich bereits erwähnt, darüber müssen wir nicht mehr sprechen. Und jetzt kommt die lange, lange Geschichte des Microsoft-Falls, der vor Bundesgericht letztes Jahr eine ganz überraschende Wendung genommen hat. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Der Zwischenentscheid Microsoft damals vor Bundesverwaltungsgericht hat genau das gesagt. Der Wettbewerb ist die Regel und freihändige Vergaben sind als Ausnahmen, deren Zulässigkeit restriktiv zu interpretieren, weil es eben eine Ausnahme ist. So weit, so gut, aber Sie wissen alle, dabei ist es nicht geblieben. Der Hauptentscheid des Bundesverwaltungsgerichts hat auf Nichteintreten gelautet wegen fehlender Legitimation, weil die Anbietenden nicht das anbieten wollten, was die Vergabestelle beschaffen wollte. Und damit war die Sache gegessen und die Frage hat sich gestellt, wie geht es jetzt mit der Governance von Freihändlern weiter? Ich bin da ein bisschen befangen, weil ich bin überstimmt worden in der bundesverwaltungsgerichtlichen öffentlichen Beratung, aber das wissen die meisten von Ihnen bereits. Das Wichtige ist die Begründung des Bundesgerichts. Das Vorhandensein angemessener Alternativen ist die anspruchsbegründende Tatsache, also das, woraus die Anbietende das Recht, Beschwerde zu erheben, ableitet und damit ihre Zulassung zum Submissionsverfahren. Deshalb trägt die Anbieterseite, meine Damen und Herren, die Beweislast dafür, dass es eine angemessene Alternative gibt. Und da sind Sie schon sprachlos, weil natürlich ist es materiell-rechtlich Sache der Vergabestelle zu sagen und zu beweisen, dass es keine angemessene Alternative gibt und nicht die Anbieterin das Gegenteil. Das ist völlig klar. Und darum war diese Begründung hier ein echter Schlag ins Kontor. Das Bundesverwaltungsgericht hat früh gesagt, wir sind nicht ganz sicher, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Darum
haben wir in einem Urteil vom 7. Oktober 2015 gesagt, wer sich auf das Vorliegen eines Ausnahmetatbestands beruft, und das ist die Auftraggeberseite, meine Damen und Herren, hat grundsätzlich auch nachzuweisen, dass alle Voraussetzungen dafür erfüllt wird. Das heißt, die Beweislast liegt materiell rechtlich bei der Vergabestelle. Und jetzt kommt der Hinweis anderer Meinung, möglicherweise das Bundesgericht im Fall Microsoft. Dazu die Urteilsbesprechung von Martin Beierlo, Freihändler. Das Bundesverwaltungsgericht schwenkt die Warnlampe. Die Warnlampe war der Beschaffungsgegenstand, darum ist diese Anspielung so witzig. Der Beweis der angemessenen Alternative obliegt nach dieser Auffassung des Bundesgerichts allein der Beschwerdeführerin, und zwar sowohl bei der Legitimation als auch materiell rechtlich. Diese Auffassung ist, so Martin Beierlo, meines Erachtens abzulehnen. Nach dem hier referierten Urteil meint den Bundesverwaltungsgerichtsentscheid 1570-2015 verhält es sich differenzierter, nämlich die Anbieterin muss lediglich glaubhaft machen, dass sie sich im selben Markt bewegt und solche Produkte anbietet. Und wenn das geschehen ist, ist die Beweislast für die angemessene Alternative bei der Vergabestelle, wie es materiell rechtlich auch zu sein hat. Und das Witzige ist jetzt, dass der Kanton Watt genau dasselbe gesagt hat mit einer französischen Starbesetzung, Etienne Poltier, der bekannte vergaberechtlich aktive Professor, ist auch Richter am Verwaltungsgericht des Kantons Watt. Der hat dann in aller Klarheit gesagt, dass die Microsoft-Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht zu halten ist, unter anderem mit Hinweis auf das Bundesverwaltungsgericht im Warnlampenentscheid. Und jetzt ist die Frage, was macht das Bundesgericht damit? Die Zuschlagsempfängerin des Freihändlers aus dem wattländischen Verfahren, das ist das wattländische Schifffahrts- und Verkehrsamt, das eine IT-Applikation gebraucht hat, hat gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen, ich gehe ins Bundesgericht. Und jetzt ist die Frage, was macht das Bundesgericht mit einem Entscheid, der sagt, die bundesgerichtliche Rechtsprechung ist falsch, wir weichen bewusst darauf ab. Lors d'une adjudication de gré à gré, la qualité pour recourir des entreprises suppose que celles-ci rendent plausible leur capacité réelle et leur disposition à déposer une offre en rapport avec l'objet du marché. Das ist das Glaubhaftmachen, dass man in dem Markt unterwegs ist und einschlägige Produkte anbietet. Das ist nicht dasselbe wie der Vollbeweis und darum ist dieser Unterschied so wichtig. En revanche, il appartient au pouvoir adjudicateur de démontrer l'absence de solution de rechange adéquate si celle-ci fonde l'adjudication de gré à gré. Changement de jurisprudence. Mit anderen Worten, das Bundesgericht gibt die Microsoft-Rechtsprechung im entscheidenden Fall auf. Das ist doch ein Hammer, meine Damen und Herren, oder? Jetzt ist wieder das die Rechtslage, was das Bundesverwaltungsgericht schon mit dem Zwischenentscheid vom Juli 2009 gesagt hat, hier ganz, ganz oben, da es sich um Ausnahmen handelt, sind die Tatbestände, unter denen eine freihändige Beschaffung ist, restriktiv auszulegen und die Beweislast liegt bei der Vergabestelle. Ja, es sind nur 15 Jahre dazwischen, oder? Der lange Atem wird im Leben gelegentlich belohnt. Das gilt nicht nur für die Nachhaltigkeit, das Gesetzesziel des BÖB, die nicht alle wollten, sondern auch für die Beweislast bei freihändigen Vergaben und der Prüfung der angemessenen Alternative. Warum kommt das Bundesgericht auf seine Rechtsprechung zurück? Es sagt kurz und knapp, die Kritik der Lehre, meint vor allem Martin Beierlo, aber nicht nur, an der Microsoft-Rechtsprechung ist berechtigt. Es ist insbesondere die Wettbewerbszielsetzung des Beschaffungsrechts zu berücksichtigen, wie auch der Umstand,
dass die Konkurrentin oder Zuschlagsempfängerin regelmäßig nicht genau Erkenntnis darüber haben, was genau Gegenstand des Bedarfs der öffentlichen Hand ist, oder? Sie haben da keine Ausschreibungen, einen Sack voll Ausschreibungsunterlagen, sondern meistens ist die Dokumentation von Freihändlern nicht nur dünn, sondern rechtswidrig dünn. Und jetzt haben wir Folgendes. Das Bundesverwaltungsgericht hat das natürlich auch gemerkt und gesagt, normalerweise gilt, dass in Konkurrenzofferten keine Einsicht zulässig ist. Das ist ein eisernes Gesetz der Akteneinsicht im öffentlichen Beschaffungswesen. Wenn aber in einer freihändigen Vergabe der Vertrag mit der Zuschlagsempfängerin hier für Polizeisoftware, Sie könnten ahnen, worum es geht, wenn der nicht anderswo dokumentiert ist, sondern nur im Vertrag mit der Zuschlagsempfängerin überhaupt klar wird, was beschafft wird, dann könnte es sein, dass man von der Nichteinsicht in Konkurrenzaufwerten eine Ausnahme machen muss. Das haben wir hier zum Glück nicht abschließend entscheiden müssen, weil die Zuschlagsempfängerin ihre Einwilligung erteilt hat, mit der Akteneinsicht, insoweit eben aus dem Vertrag ableitbar war, was die Auftraggeberin eigentlich einkaufen wollte. Und das Bundesgericht nimmt nun auch dieses Argument, dass es eben schwierig ist, genau den Beschaffungsgegenstand zu beschreiben, als Argument, um zu sagen, unter diesen Bedingungen kann es nicht sein, dass die Anbieterin im Legitimationsthema beweisen muss, dass es eine angemessene Alternative gibt. Zweites Argument. Die Microsoft-Rechtsprechung steht auch in einem gewissen Widerspruch zur materiellrechtlichen Dogmatik, wonach von der freihändigen Vergabe im Sinne einer Ausnahme zur Herstellung von Wettbewerb nur restriktiv Gebrauch gemacht werden soll. Sie erkennen sofort, das war der Leitsatz des Zwischenentscheids Microsoft des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 2009. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem ganzen Zeug, oder? Das Gute daran ist, dass wir alle wissen, in Zukunft werden Freihändler irgendwie sauberer dokumentiert werden müssen, weil sonst kriegt man dieses Beweislastthema nicht in den Griff. Und das finde ich natürlich cool, weil das ist nicht nur rechtsdogmatisch wichtig, sondern auch für die Compliance im Beschaffungsalltag von entscheidender Bedeutung. Und darum freut es mich ganz besonders, und das ist jetzt, glaube ich, nach der Rede von Astrid Bertschi auch angesagt, dass das KAIO Bern ein Newsletter publiziert hat und gesagt, Leute, wir müssen dieses Thema anders angehen. Da wird zunächst festgehalten in aller Deutlichkeit, ein ausdrücklicher Abkehr von seiner stark kritisierten Microsoft-Rechtsprechung hält das Bundesgericht fest, dass der Auftraggeber die Beweislast dafür trägt, dass es keine wirtschaftlich und funktionell angemessene Alternative zur beabsichtigten freihändigen Vergabe gibt. Dazu muss der Auftraggeber eine Marktabklärung durchführen. Meine Damen und Herren, das ist das A und O jeder Beschaffungsschulung. Wir müssen den Einkaufenden klar machen, was ihr Nachfrageverhalten für Auswirkungen auf den Anbieterwettbewerb hat. Die Marktabklärung ist absolut entscheidend. Wenn man im Blindflug operiert mit Anforderungen, das kommt nicht gut raus. Und das steht hier nun schwarz auf weiß, freut mich wirklich sehr, weil das kann man nicht oft genug sagen. Aktive Nachforschung nach angemessenen Alternativen. Und nicht einfach Vetternwirtschaft, meine Damen und Herren. Das Urteil unterstreicht die Bedeutung der im neuen Beschaffungsrecht als Instrument vorgesehenen Marktabklärung. Diese und die Dokumentation derselben, meine Damen und Herren, ich sage es nochmal, Dokumentationspflicht ist das A und das O, wird zur gesetzlichen Pflicht, wenn eine überschwellige freihändige Vergabe beabsichtigt wird. Durch die Umkehr der Beweislast, ich würde lieber sagen, durch die Rückkehr zur richtigen Verteilung der Beweislast, wird es für Auftraggeber viel schwieriger, sich im Beschwerdefall erfolgreich auf die Zulässigkeit einer solchen freihändigen Vergabe zu berufen. Aber das ist als
Anreiz genau gewollt. Es gibt dazu noch, wenn Sie die ganzen rechtsdogmatischen Themen mit allen Fußnoten auf sämtliche Gerichtsentscheide interessieren, ein Artikel auf SocietyByte, aber das erwähne ich nur am Rande. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion mit Claudia Schneider-Häusi und Thomas Fischer.